Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und wir haben die Information zum nächsten Dokkan-exklusiven Charakter für das japanische Dokkan-Battle. Es ist niemand anderes als Super Buu, der sich transformieren kann und schlussendlich zu Buhan wird. Wir werden uns gleich alle Informationen dazu ansehen. Die ganzen Informationen selbst, beziehungsweise die Links dazu, werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung setzen. Aber wir haben die Informationen aus den V-Jump-Scans, aus den aktuellen V-Jump-Scans. Und das Ganze sollte erscheinen nach der 250 Millionen Celebration, heißt ungefähr Anfang Oktober, weil die Celebration geht ja bis zum 4. Oktober. Also Anfang Oktober sollte unser Dude hier online kommen für das japanische Dokkan-Battle. Was hat er denn drauf? Nun, wir wissen nicht allzu viel. Aus dem Bild kann man nicht allzu viel entnehmen. Beziehungsweise kam das schon, wurde das Ganze schon geleakt aus den Data-Minern vor ein paar Wochen, dass es ein neuer Buu kommen wird, der sich zu Buhan transformieren wird. Ich habe das auch damals getweetet. Hat es ganz kurz, ich hatte es korrigieren müssen, weil ich hatte getweetet, dass es er sich von Super Buu zu Bukulo verwandelt, zu Buu-Tanks, zu Buhan, zu Kid Buu. Ich bin davon ausgegangen, dass es 5 Transformationen sind, so wie Goku und Freezer. Dem war aber nicht so, Freunde. Er transformiert sich beginnend von Super Buu zu Bukulo, zu Buu-Tanks, zu Buhan schlussendlich. Heißt, wir haben jetzt 4 Transformationen. Oben rechts haben wir den Charakter, wie er droppen wird aus dem Banner. Es ist ein Super Buu. Er ist vom Extreme Strength Type. Dementsprechend hat er auch eine farmbare Essay, nämlich ein Tech Majin Buu, also der fette, droppt aus dem Dokkan-Event von Kid Buu. Und den kann man dann quasi Dokkan awaken zu einem Tech Super Buu. Dieser gibt dann auf UR-Status 100% für den neuen Super Buu, der kommen wird. Auf der linken Seite haben wir seine Dokkan-erweckte Form. Ganz klar wird er wahrscheinlich sein eigenes Dokkan-Event bekommen, beziehungsweise eine Stage 3 zu der Buhan-Stage. Und dann, wenn man quasi durch neue Medaillen ihn awaken können zu dem Super Buu hier, wie er aussieht auf der Theo-Version. Und er hat, wie gesagt, eine Transformationsmechanik, beginnend von angefangen oder besser gesagt angefangen mit Bukulo, danach wird er zu Buu-Tanks und dann schlussendlich zu Buhan. Nun, wir wissen nicht, wie das Ganze läuft, ob das pro Runde ist, jede Runde, so wie Goku und Freezer, die neulich rauskam, oder vielleicht da irgendeine andere Spielerei mit drin ist, weil bei Buhan könnte ich, oder an sich ein Buu-Charakter, könnte ich mir vielleicht auch fast vorstellen, was etwas mit der HP zu tun haben könnte. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie liegt nahe zu so Buu-Charakteren. Ansonsten, Freunde, wäre es eigentlich so viel dazu. Wir wissen quasi erst von Extreme Strength Type. Der wird nach der Celebration kommen, also Anfang Oktober für das japanische Dokkan-Battle erstmal. Natürlich dann in der Zukunft auch für das globale. Zu der Kategorie kann ich nicht viel sagen. Wir haben aus den Translations, Shoutout an Goddess hier, die Übersetzung quasi das, was ich gerade euch gesagt habe. Wir haben einen neuen Buu Super. Er wird quasi die Ability haben, sich zu transformieren. Und jede Transformation wird seine eigene Ulti haben, ganz klar. Bukulo wird quasi den Special Beam Cannon haben. Buu-Tanks wird eine Kamehameha haben, wie es drin steht. Und Buhan wird schlussendlich die Super Ghost Kamikaze haben. Er sagt zwar auch selbst, dass das Bild quasi ein bisschen abgeschnitten ist. Er ganz das nicht alles herauslesen kann, genau was wirklich drin steht. Aber es sollte nicht allzu viel mehr drinnen stehen, denn auch so V-Jump-Scans wissen wir, bekommen wir immer, wie der Charakter aussieht, sein Artworks kurz, was er kurz drauf hat. Das haben wir im Endeffekt mit der Transformation. Mehr wissen wir auch nicht. Aber hier dann Frage an euch: Was denkt ihr, wird dieser Buhan, also wie wird dieser Buhan 6 Leader Skill? Ich gehe ganz stark davon aus, dass es ein Kategorie-Leader Skill wird, aber welcher? Nun, die Leaker haben anfangs gemeint, es wird eine Majin Kategorie, also Majin, nicht Majin Buu Saga oder so, sondern Majin. Und dann hieß es vor ein paar Tagen, das habe ich auch getweetet, dass er eine Kategorie haben wird, die, ich sag mal, verbesserte Transformation heißt. Heißt, alle Charaktere werden in dieser Kategorie sein, die ihre Transformation in irgendeiner Art und Weise perfektioniert haben oder verbessert. Dazu gehören Evolution Vegeta, Perfect Cell und natürlich der neue Buu. Das war, haben sie letztens getweetet, ich habe das retweetet, aber Freunde, die haben dann im Endeffekt, wie ich das richtig verstanden habe, sich einen Spaß erlaubt. Also da hat einer sich einen Spaß erlaubt, der andere meinte, nee, das ist ganz klar hier quasi fake, das stimmt nicht und was weiß ich etc. Was weiß ich, was weiß ich, dass der Teufel, die da geredet haben. Im Endeffekt habe ich den Tweet dann gelöscht, nachdem ich geschrieben habe, dass es quasi eigentlich Fake News sind, weil der eine meinte, das stimmt nicht, das ist Spaß und was weiß ich, der Teufel. Finde ich ein bisschen schade, weil die Jungs waren wirklich on point die letzten Tage, vor allem im 3-Jahres-Jubiläum und in den 250 Millionen Download Celebration. Deswegen habe ich das immer so quasi auch an euch weitergeben können, was die Jungs da von sich gegeben haben, weil es wirklich on point war. Deswegen finde ich es schade, ich verstehe das nicht. Wenn man so gut seine Arbeit macht, warum erlaubt man sich dann Spaß und erweckt dann Misstrauen? Deswegen, Freunde, wie gesagt, das war aus den Leaks und Leaks sollte man immer mit Vorsicht betrachten. Jetzt haben wir aber aus den Vorjump-Scans die offiziellen Sachen. Wir wissen nicht viel zu dem Buhan, wir wissen auf jeden Fall seine Transformation. Aber wie gesagt, die Frage, worauf ich hinaus wollte, ist,
Was denkt ihr, wird sein Leader-Skill? Was könnt ihr euch da vorstellen? Ich meine, mein Gott, mit der Transformation hätte es vielleicht was. Vielleicht könnte Buhan, weil Buhan ist, oder Bu an sich ist ein Charakter, der steht für Transformation, finde ich. Das ist Bu. Der hat sich ja durchgehend transformiert. Vielleicht könnte echt so eine Transformation-Leader-Skill kommen. Dass die Charaktere drin sind, die sich transformieren können. Das wären aber richtig gute Charaktere in der Kategorie. Oder es bleibt halt wirklich so trocken Margin. Und dann kommen noch weitere neue SSR-Charaktere rein. Wie ein SSR-Bu, SSR-Bu-Tanks, damit man quasi auch die, beziehungsweise Bu-Tanks haben wir einen, aber SSR-Bu, ja, usen kann für das Team oder damit man eben viele Charaktere hat. Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen, was ihr denkt, wie sein Leader-Skill sein wird. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.